So, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Monte Blade Warband mit Feuer und Schwert, Tag 424 mittlerweile. Also wir haben echt schon ordentlich was geschafft. Jetzt muss ich mal was nachschauen. Festung Jevpatoria. Ob der wirklich diese Lehen immer instant vergibt, oder... Wohlstand sehr reich. Naja, noch hat er sie nicht vergeben, aber die, ich will auch mal ein Lehen bekommen. Ich muss ja wirklich langsam mal ein Lehen bekommen. Das kann nicht ewig so weitergehen. Oh, das sieht aber nicht gut aus. Und die anderen Schweden hauen alle ab. Dass der König hier in die Mangel genommen wird. Eieiei. Gegen was kämpft er denn? Ich glaube, ganz im Ernst, das ist relativ aussichtslos. Ich meine, wenn ich schwedische Reiter hätte, würde ich sagen, absolut easy, aber so. Nee. Jetzt kommt Unterstützung. Müssen wir abwarten. Jetzt. Ja, immerhin 263. Wir können uns auf alle Fälle nach der Schlacht wieder zurückziehen. Und wir haben die eine Aufgabe nicht erfüllt, leider. Ja, wir sind in der Unterzahl, ganz klar. Aber wir können uns, nachdem wir hier verwundet sind, dann auch wieder zurückziehen. Wir machen ja Verluste. Man kann sich ja nach so einem Scharmützel auch wieder rausziehen. Problem wäre nur, wenn wir jetzt nur noch 10 Truppen hätten. Dann wäre das schwierig, sich hier zurückzuziehen. So, die Infanterie greift an. Viele Schwertkämpfer. Die schwedischen Reiter liefern eine ganz gute Performance. Vielleicht gewinnen wir das sogar. Aber ich glaube nicht daran, weil er halt wirklich klar überlegen. Ich meine, aktuell ist das Verlustverhältnis ziemlich zu unserem Vorteil. Aber es muss auch so weitergehen, ne? Weil er hat doppelt so viele Truppen. Oh, das Schild hat gerade viel abgeblockt. Ah, 221 gegen 500, ist schwierig. Und jetzt greifen wir an. Ah, Mist, die anderen haben mich nicht unterstützt. Die haben mich nicht unterstützt. Also es ist gerade ganz schwierig hier, muss ich sagen. Aber das wird wahrscheinlich verloren gehen. Oder? Warte mal jetzt. 178. Ich meine, hier sind aktuell noch zwei Generäle in der Stadt, ne? Das läuft alles auf Niederlage. Wir verlieren Truppen um Truppen. Das können wir nicht machen. Viele kleinere Schlachten. 261 gegen 134. Nee. 203 gegen 50. Hier werden gerade sämtliche unserer Kommandanten abgeschlachtet. Schwierig. Vielleicht will ich mir doch wieder eine Armee aus schwedischen Reitern vollständig. Das würde den Schweden und unserer Fraktion hier auf alle Fälle helfen. Aber es ist zu riskant, was da jetzt drin ist. Nee. Nee. Ich riskiere ja auch die völlige Vernichtung meiner Armee. Was ist jetzt wieder? Ja, das ist sehr riskant und ja, der Schwedenkönig, der ist jetzt geschlagen worden. Und ich habe immer ein Upgrade, wenn der Priester von uns auch ein Upgrade bekommt. Dadurch, dass der König jetzt gefangen genommen wurde,
Ist die Quest natürlich auch vorbei mit dem Vieh. Haben wir überhaupt Quests aktuell? Ja, das hat, die haben wir vollendet. Eine Nachricht für einen Kommandanten. Vielleicht kann ich ja hier in Erfahrung bringen, wo der ist. Festung Epvertovia oder wie die heißt. Ah, hier ist der, okay. Ja, dann reiten wir jetzt mal dorthin. Hier sind jetzt einige vernichtet worden. Muss ich sogar ein bisschen aufpassen, welche kleine Armee jetzt zu einer Gefahr werden kann. Aber wir können das mit dem Brief weiterleiten. So. So, unser Priester ist besser geworden. Natürlich Intelligenz, ganz klar. Und Erste Hilfe, Chirurgie, Wundbehandlung bleibt natürlich für ihn entscheidend. So, Heilungstempo bleibt wichtig. Erste Hilfe. Und ich selber bin natürlich auch wieder mal hier fähig. Und ich glaube, Wendigkeit jetzt nochmal. Wendigkeit. Den letzten Punkt hatte ich auch schon auf Wendigkeit gehauen. Ja, aber dann können wir gleich bessere Pferde reiten. Okay, und dann geht's jetzt in die Heimat. Also wir können mal fragen, das interessiert mich jetzt schon nochmal, wie der Krieg läuft. So, wir haben 14. In Moskau haben 20 aktuell. Eieiei. Wir haben 14. Die Krim hat 20 und die Kosaken haben 17. Also aktuell läuft es nicht gut. Für die Schweden. Oh, das war knapp. Das war ziemlich knapp. Ja, wir hauen erstmal ab. Ah, da kommen die ganzen Krim-Truppen wieder. Ich glaube, der Weg ist sogar fast sicherer hier, wenn wir jetzt hier lang reisen. Zurück in die Heimat. Und ich muss ja auch endlich mal wieder die ganzen Gefangenen loswerden. Wir können ja mal gucken. Wir haben aktuell eine Geschwindigkeit von 6,0. Sklavenhändler. Aber können wir mal darauf achten, was das für Auswirkungen haben kann mit so einem Sklavenhändler. Haben wir hier einen Buchhändler? Mist. So ein Fisch. Der hält erstmal ewig, der Fisch. So, 4000 haben wir jetzt dabei. Ein bisschen was mal abheben. Ich brauche einen Sklavenhändler. Da haben wir ihn. Okay, wir hatten 6,0. Und jetzt verkaufen wir ihm mal ein paar Gefangene. Komm weg. Komm weg. So, Marktplatz, ja, hier haben wir nochmal deutlich günstigeren Fisch. Dann gehen wir mal ein bisschen auf. Dann machen wir ein bisschen Handel aus eigener Verantwortung. So,
hier ein paar Musketen, die können wir weg. Breitschwert, das kriegen wir auch jederzeit wieder. So, der Säbel kann auch weg. Und die Janissaren-Uniform haben wir auch mal weg. So. Oh oh. Je, das könnte sogar richtig knapp werden. Ich muss wieder neue Truppen anheuern. Das ist Banditen oder Briganten? Da es 40 Mann waren, würde ich auf Briganten tappen. Ah, Briganten. So, und jetzt kann ich mich bald mal nach neuen Pferden umtauschen, umschauen. Ich meine, wir haben Wendigkeit 3 jetzt. Damit müssten wir, glaube ich, sogar diese Truppenpferde reiten können. Ich muss sagen, Wendigkeit ist mir... Das ist halt so eine Art... Ich finde, das ist schon ein Luxus in Mountain Blade, dass man ziemlich schnell ist mit dem Pferd, aber... Naja, gute Pferde sind im Dra. Ja. Und wenn man erstmal ein schnelles Pferd hat, man ist halt so schnell mit so einem Rassepferd. Ja, da ist das hier wirklich... Ich meine, ein Pferd, klar, ist ein Pferd Luxus. Also wer auf dem Pferd reitet, der hat ziemlich gute Chancen im Krieg, glaube ich. Kavallerie ist da schon überlegen. Aber es geht natürlich noch schneller. So, Truppen. Ich werde wieder auf schwedische Reiter jetzt gehen. Und Dragoner. Das ist eine Mischung. Hier haben wir keinen Befehlshaber. Erobern. So, bis 2000 Taler würde ich sagen, darf die Armee noch hochgehen. So. Ah, ich meine, Armee war schon vorher vollzählig. Die meisten Reiter haben wir jetzt gar nicht übernommen, merke ich gerade. Wir haben noch unheimlich viele Musketiere und Milizionäre haben. Na gut, dann behalten wir die erstmal. Jetzt mal probieren würde tatsächlich. Machen wir eine Wagenburg. So. Und kämpfen dann gegen den Feind. 80 Mann. Das erste Mal, dass ich so eine Wagenburg aufgebaut habe.
So, das ist eigentlich eine ziemlich gute Wahl. Infanterie kommt hier. Und was ich mir ganz gerne mache, ist dann die Kavallerie. Einfach an diesem Ausgangsplan mit dem einen Eingang. Die KI springt ja nicht über diese Wege rüber. Dass ich dann einfach sage, hier kommt die Kavallerie auf und die Infanterie. Und ja, dann haben wir eigentlich auch einen Vorteil. Kann der Wagenburg auch von Vorteil sein. Die fliehen schon alle. Ja, die KI überschätzt sich hier ein bisschen. So, die Kavallerie kann jetzt mal angreifen. Ich hab auch mit Kavallerie gerechnet. Also gerade in Kavallerie ist das ziemlich stark, weil dann die Schützen die ganze Zeit erstmal hier in Sicherheit sind. Oder er hat es überlebt. Kugeln, perfekt. Ah, jetzt kommt nämlich Kavallerie ein bisschen auch. Jetzt kommen ein paar Dragoner. Oh, ein schwedischer Reiter. Okay, tot. Aber ich denke mal, wir werden die Schlacht gewinnen. Bei den Verlust berichten. Und die zwei Pikeniere, die halten, glaube ich, auch ganz gut. Das Gute ist, die KI blockt hier halt immer. Ich meine, das würde mir auch passen, wenn ich hier reinreiten würde. Diese Wegen, die stehen halt wirklich sowas von gut da, dass man hier super auf die Kavallerie schießen kann. Den Rest macht die Infanterie. Nicht mit mir! Mein Freund. Hier haben wir ein Steppenpferd, genau. Und das müsste ich jetzt auch reiten können, genau. Man wird merken. Man merkt es, glaube ich, schon ein bisschen. Die sind deutlich schneller. Also die haben mindestens eine Geschwindigkeit über 55, wenn nicht sogar 60. Das ist halt schon ein ganz anderes Gefühl. Man ist halt viel, viel schneller mit dem. Also wie sage ich, ein Pferd. Ja, das ist schon wichtig.
gewonnen. Männer, wir haben gewonnen. Großartige Arbeit. Dafür, dass es wirklich nur Muskeldimensionäre sind. Ist hier noch irgendwo einer? Oh nee. Das ist ein Spielbug, dass sie nicht abhauen können. Das ist ein Spielbug. Und ich muss mich gleich zurückziehen, das geht ja nicht anders. Kann ich die töten? Ja, kann ich, perfekt. So. Ah, das ist natürlich ein bisschen blöd. Aber es ist das erste Mal jetzt mit 500 Spieltagen hier, das will ich dem Spiel mal verzeihen. Wahrscheinlich passiert das, wenn ganz viele Einheiten auf einmal abhauen. Der ist jetzt weg bestimmt. Ah ne, da ist er noch. Okay, perfekt. Sehr gut. Und ich schenke dem die Freiheit. Weil man kriegt, glaube ich, wenn die freigekauft werden, da kommt immer so ein Angebot von der Fraktion. Das können so 3.000, 4.000 sein, aber naja, ich finde, wenn wir dem die Freiheit schenken, haben wir größere Vorteile. Oh ne, uiuiui. Wir haben eine Mikrolet-Muskete bekommen. Das ist immens gut. Das ist wirklich immens gut. Und, ganz ehrlich, ich packe jetzt sogar mal ein bisschen Fisch weg. Wir müssen den Fisch mal loswerden hier. Können wir das hier irgendwo loswerden? Ja, wir sollten vielleicht mal einen Lublin probieren, den zu verkaufen. Nee, bringt nicht wirklich was. Aber so eine Muskete ist natürlich jetzt schon eine Hausnummer. Probieren wir es mal hier. Vielleicht bringt das hier ein bisschen mehr. Nee. Lehmberg. Ja, das ist gut. Aber die Muskete, die hat es in sich und die Pistole kommt auch weg. So. Bekommen wir 2200 Taler jetzt. Okay, da behalte ich mal noch. Hatte ich noch ein bisschen Fisch. Das war ein guter Handel. Jede Einheit kostet 10 im Upgrade und das ist es einfach nicht wert. Man kann ja auch für jede Einheit hier die Stats sich anschauen. Dann kann man mit denen sprechen und dann kann man sagen, dass sie ein bisschen was erzählen sollen. Dann sieht man hier, wie gut die sind. Aber ich möchte nach und nach wieder meine Armee in eine Reiterarmee umwandeln. Wieder Richtung Kavallerie gehen. Löse ich die mal auf. Dann sammeln wir jetzt mal wieder. Und Kürassieren nehme ich auch dazu. Ich würde gerne auch mal Marschall werden oder zumindest auch mal ein Lehen in Anspruch nehmen, weil wir sind Mitglied hier. 183 Ansehen. Wir können mal gucken. Ja, die haben halt alle unheimlich viel Ansehen, ne? 700, 800, da komme ich halt nicht ansatzweise hin.
Oh, hier findet eine Schlacht statt. Ah. Da kann ich mich nicht dran beteiligen. Was ich machen könnte, ich könnte die Siedlung einnehmen. Wir machen Leitern. Das kann ich auch jederzeit abbrechen. Das ist ganz gut, weil sobald man hier Truppen sieht, kann man das Ganze direkt abbrechen. Die sind bei Weißenstein aktuell. Probieren wir es. Wir haben 80 Mann, 100 Mann Garnison. Ich denke, es ist ein Versuch wert. Okay, ich gehe mal nicht nach vorne. 80 Mann. Ich muss einfach darauf achten. Das sind wirklich alle Männer, die ich habe aktuell. Mit reinen schwedischen Reitern wäre es wahrscheinlich einfacher. Wenn ich sehe, dass wir nur noch 10, 20 Mann haben, dann muss ich das abbrechen. Aber ich will ja sowieso nach und nach die Musketiere wollte ich ja sowieso loswerden. Und dann sollen die lieber in der Schlacht fallen, als dass ich die jetzt auflöse, sage ich mal. Aber das könnte durchaus was werden. Ja! Okay. Scharfschütze bestimmt, oder? Ja. Okay, ich breche das mal ab. So, 76 Mann. Warschau. So. Reiter kann ich hier nicht in Auftrag geben. Nee, leider nicht. Jetzt haben wir 86 Mann. 83. Ja, ich war ja gerade erst da, deswegen sind da keine neuen Truppen. Ja gut, das ist schwieriger geworden. Aber das würde ich tatsächlich gerne probieren. Probieren wir es. So, wir lassen mal ein paar Truppen vor. Hier die Musketiere sollen vorne und hinten sind die Reiter. Müsste mir auch jede Menge Ansehen bringen, so eine Siedlung zu erobern.
Ist auch da. So, das sieht gut aus. Unsere Truppen sind auf alle Fälle oben. Ja, die Siedlung haben wir. Oh Mist. Was passiert? Oh Mann, da ist noch ein Scharfschütze gewesen. Okay, das muss ich abbrechen. 42 Mann sind nur noch drin. Das nützt nichts. Die Festung hole ich mir noch. Okay, vielleicht schaffen wir es nächstes Mal dann die Festung Dorpat zurückzuerobern für die Schweden. Ich bin erstmal wieder hier weg. Und dann geht's nächstes Mal weiter. Macht's gut. Euch noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen.